Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Und zwar gebe ich mir heute von Evans das Album Moon. 17 Songs, Gesamtlauflänge sind 47 Minuten. Das heißt, ich habe keinen Plan, wie lange diese Reaction hier geht. Unter anderem ist auf einem Song vertreten ist Psycho 64 und auf dem einen Song ist Shogun dabei. Aber ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Song nach dem Intro. Ich würde sagen, wir labern noch gar nicht lange. Starten direkt ein mit dem ersten Song. Liebe in Farbe. 3 Minuten und eine Sekunde. Gib ihn böse. Weißt du, was man fühlt, wenn man deine Augen sieht? Die Worte bleiben kühl, doch die Wärme steigt massiv. Ich wollte dein Lächeln und so schnell vergessen. Doch ich konnte es nicht. Spürst du den Fahrtwind, das Fliegen der Haare? Das ist das Einzige, was Freude bringt. Für die wahre Liebe, erst wenn man sie in Farbe sieht. Hat auf jeden Fall was Deepes, Digga. Hat auf jeden Fall was Deepes. Ich bin ja Fan von deepen Sachen, ne? Bin ich ja richtiger Fan von. Ich feiere ja solche deepen Songs. Ja, ey, seine Stimme kommt ab, nochmal geil. Bin ich ehrlich, Digga. Weiter geht's. Es wird nie richtig erklärt, was es alles mit sich bringt. Ich glaube, Liebe ist ein Fiend und sie lässt mich so erfrieren. Ich glaube, ich habe das so hart verdient. Ich weiß nicht, wie soll ich das hier überleben. Ich weiß nicht, wie ich leben soll und für mich die Welt und jetzt ist sie zerstört. Man fühlt die wahre Liebe erst, wenn man sie in Farbe sieht. Wasser meint das Stern, aber es ist einfach so erlöscht. Ich hatte dich so gern und jetzt will ich dich zurück. Fängt erst an zu ich bin ehrlich, die Beats, oder beziehungsweise die Beat, die man so ein bisschen im Hintergrund hört, kommt oder ist extrem geil für den Song. Also auf jeden Fall erstmal nice gemacht mit der Beatwahl. Wenn der nicht sogar selbst gemacht ist, weiß ich nicht. Ich weiß leider nicht, wie er die Beats macht, ob er die selber macht oder ob er die irgendwo runterlädt, das weiß ich nicht. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er die runterlädt. Ja. Also für den ersten Song, dafür, dass der erste Song so ein bisschen in die Deep-Richtung geht, muss ich sagen, ist das ehrlich gesagt sogar ganz geil. Weil, auch wenn man es mir nicht so wirklich ansieht oder mir nicht so wirklich glauben würde, ich höre tatsächlich sehr gerne solche deepen Songs einfach. Weil ich die halt einfach musikalisch besser finde als das meiste andere, was heutzutage so im Deutschrap rum existiert. Ja, die Hälfte davon kannst du Schlager nennen. Aber
für ein Album, muss ich sagen, Deeper Song am Anfang, stabil, kann man machen auf jeden Fall. Klingt doch auf extrem gut. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das komplette Album so ein bisschen in die tiefe Richtung geht. Wenn man sich jetzt mal so die Titel anguckt oder die Namen von den Songs, dann könnte man schon ein bisschen davon ausgehen, dass sie alle so in diese Richtung gehen. Weil der nächste Song heißt nämlich Anxieties. Und ja, das ist auch so ein bisschen in. Das, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen in die tiefe Richtung geht. Aber noch haben wir ja ein bisschen vom ersten Song. Man fühlt die wahre Liebe, wenn man sie in Farbe sieht. Was damals mein Stern, doch bist einfach so erlebt. Geil, geiler erster Song. Geiler erster Song. Ja, Mann. Gefällt mir. Textlich sehr unterhaltend. Auch wenn er, ich glaube, viel Real-Life-Stuff reingepackt hat. Was ich jetzt persönlich nicht interpretieren kann, weil ich kenne ja die Person hinter Evans nicht. Oh, ich kenne ja die Person nicht. Ja, aber für den ersten Song sehr geil. Ich sage, wir machen die auch direkt weiter mit dem zweiten, und zwar Anxieties. Oh, Gitarrenbeat. Boah, Gitarrenbeat, geil. In der Nacht lieg ich wach, hab Anxieties. Ich bin hier, du bist dort, doch wär gern bei dir. Hab Angst davor und ich fühl mich leer. Hab Anxieties. Und ich frag mich, was du gerade machst. Doch ich weiß ganz genau, dass die Antwort mir nicht passt. Ja, ja, hab Anxieties. Hab Angst davor einzuschlafen, weil es sein kann, dass ich nicht mehr aufhör. Verschlafen und das since day one. Mir fehlt viel zu viel, ja, ich seh keine Chance. Meine Augen sind leer und sie fallen zu. Nein, ich seh keine Chance mehr. Ich bin hier, du bist dort, doch wär gern bei dir. Hab Angst davor und ich fühl mich leer. Hab Anxieties. Und ich frag mich, was du gerade machst. Doch ich weiß ganz genau, dass die Antwort mir nicht passt. Ja, ja. Ey, ich bin ehrlich, dieser Gitarrenbeat kommt schon echt geil. Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass der komplette, dass das komplette Album, wie gesagt, so in die tiefe Richtung geht. Aber feiere ich auf jeden Fall. Ja, jetzt hier der zweite Song. Die Hook ist geil. Die Hook ist sehr geil. Ja. Bin ja auch mega der Fan von solchen Sachen, von solchen Deep Songs, wie gesagt. Ja. Aber das Geilste an dem Song ist wirklich halt einfach der Gitarrenbeat. Das ist einfach das Geilste an dem Song. Hab Anxieties. Sechs Freunde voll an Suicide und Drug Abuse. Mein Gun ist gegangen und ich glaub, ich bring mich um. Nein, ich seh nichts mehr, nein, es gibt keinen Grund. Bin so müde von dem Leben, pack die Knarre in mein Mund. Yeah. Pack mir Pillen in Drink oder drück einfach ab. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Leben. Ich will hier nur noch raus, einfach einschlafen und niemals wieder aufwachen. In der Nacht lieg ich wach, hab Anxieties. Ich bin hier, du bist dort, doch wär gern bei dir. Hab Angst davor und ich fühl mich leer. Hab Anxieties. Und ich frag mich, was du gerade machst. Doch ich weiß ganz genau, dass die Antwort mir nicht passt. Ja, ja, hab
Geil. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich feiere bei solchen deepen Songs ja einfach so ein bisschen, dass man so ein bisschen erfährt, wie es der Person geht, die eben diese Songs hier geschrieben hat. Weil deep Songs, die sind nie wirklich erfunden. Da sind meistens, also von den Songs, die ich ja so aus der Richtung so gehört habe, sind das immer Sachen, die wirklich so passiert sind. Und das ist halt einfach das, was mich immer wieder bewundert, dass Leute da einfach so frei in Songs überreden können. Gut, man sagt ja auch, Musik ist Therapie. Ja? Das Sprichwort gibt es ja auch. Und da habe ich auch gar nichts gegen, weil es stimmt tatsächlich, ich höre sehr viel Musik tatsächlich. Selber mache ich keine. Wenn dann nur Speed-Ups oder also halt Speed-Ups von Netflix und das war's. So, aber eigene Musik würde ich, glaube ich, nie machen wollen. Ich war schon oft am Überlegen, ob ich es mache. Ich bin auch ehrlich gesagt immer noch am Überlegen, ob ich es überhaupt mache, mal eigene Mucke zu machen. Aber das ist zu viel Stress. So eigentlich bräuchte ich erst anderes Mikrofon, anderes Programm dafür. Gar kein Bock. Lass mal sein. Aber ja. Ich feiere es immer wieder zu sehen, dass Leute, die mit Herz, Blut, mit Blut, Schweiß und Tränen dahinter setzen, diese Songs schreiben, die recorden und dann entweder als Singles, EPs oder Alben rausbringen. Das ist immer wieder aufs Neueste geil zu sehen, zu hören. Ja. Geil. Einfach nur geil, wirklich. Also da geht auch nochmal wirklich Respekt an alle raus, die ich jetzt halt gerade so anspreche. Oder auch an die Leute, die ich so höre. Na? Akaya, Shogun, Takumi, Evans, Yuji. Da geht mein dickster Respekt raus auf jeden Fall. Dass ihr immer weiter durchzieht. Und wer weiß, vielleicht irgendwann... Vielleicht irgendwann auf irgendeiner Bühne, wer weiß. Und wer weiß, vielleicht bin ich dann auch da. Wenn ich schaffe, wenn ich Zeit habe. Ne? Und dann passt das. Und dann macht man sich einen entspannten Abend auf der Bühne. Geht ab, macht Party, gib ihm böse. Ne? So muss das. So, dritter Song, meine Memories. Oder meine Memorien, also meine Gedanken so gesehen. Auch ein gut bekannter Songtitel, sage ich jetzt mal, wurde oft benutzt, glaube ich, meine Memorien. Ich glaube aber eher im Englischen, My Memories, glaube ich eher. Aber 1 Minute 48. Wir gehen rein, let's go. Beim Beat hatte ich gerade leicht, warte mal. Ich muss noch kurz. Oh, welcher Beat hört sich genauso an am Anfang? War das Famous? Nee. Boah, wie heißt. Night Moves, genau. Bob Seger, Night Moves. Auch ein sau altes Lied. 1976 kam das Lied raus. Von Bob Seger und The Silver Bullet. The Silver Bullet. Band, genau so. 1976. Night Moves. Da hatte ich gerade so die Intuition von dem Beat Anfang oder vom Anfang des Songs. Da hatte ich gerade so leichte Bob Seger Vibes, deswegen kam mir das gerade so im Kopf. Das ist aber auch so ein Ding, wenn ich Beats höre, die mich dann an andere Songs erinnern, die ich gerne höre, ist der Song nochmal 10-mal besser als normal. Oder als sonst so. Ne? Das macht halt einfach den Song auch nochmal für mich geiler, persönlich.
Hey, ein neuer Tag und ich sitz wieder allein. Sie meinte, so kann es nicht weitergehen, obwohl alles perfekt war, die Liebe so echt war. Gestern war besser, was ist nur passiert, als ich gut Ja! Auf einmal kommt doch keine Werbung. Ich dachte, das war Werbung. Ey, bitte! Egal. Ja, wir machen weiter mit dem vierten Song. Es musste so kommen. 2 Minuten 42. Warte mal, erstmal den hier machen. Wichtig und richtig. Könnt ihr auch gerne machen. Ja. Ich würde sagen, wir starten direkt durch mit dem vierten Song. Let's go! Habe ich auch schon wieder Bob Seger Vibes, aber da fällt mir jetzt gerade der Song nicht ein. Keine Ahnung. Aber auch wieder Gitarre-Beat. Wow. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei diesen ganzen deepen Songs sind immer Gitarren mit dabei, ne? Aber das ist halt einfach das Geile daran. Deswegen höre ich die so gerne, solche Songs. Geil. Weiter, rein da. Fotos, wo alles noch gut war. Jeder war neidisch auf uns und auf das, was wir waren. So perfekte Synergie und alles im Einklang. Doch so stört, zerstört, dass alles nicht sein kann. Ich glaub, es muss so kommen. Die Sicht war so blurry, haben die Brille verloren. Baby, I'm sorry, ich war nicht der beste Freund. Ich glaub, es musste so kommen. Die Hook ist auch echt schön. Ey, bisher die Songs sind echt schön gemacht und echt gut gemacht. Man kommt richtig so in Gedanken, wenn man die hört. So, man denkt halt wirklich auch so über eigene Sachen nach. So. Das ist halt einfach das, was ich so geil finde an solchen Songs. Ich glaube, dafür ist das Album, glaube ich, echt perfekt. Um einfach mal, um sich diese Songs hier anzuhören. Und einfach selber nachzudenken über eigenen Stuff auch. Ich glaube, dafür ist das Album wirklich echt gut gemacht. Und ich muss ehrlich sagen,
Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie wohl, glaube ich, wirklich mit leichtem Abstand das beste Album, was ich dieses Jahr gehört habe. Gut, noch ist das Album, auf das wir, glaube ich, alle warten, noch nicht released. Ja, AM4. Ich glaube, darauf warten wir alle erstmal. Aber ich glaube wirklich, was so tiefe Songs angeht, ist, sind das hier die Songs für mich, die meiner Meinung nach mein 2023 gerettet haben noch. Für den Rest des Jahres so. Geil. Also da geht auch ein fettes Dankeschön an Evans raus, dass er solche Songs macht. Ja. Weiter geht's, Rainer. Du bist ja schon leer, doch ich vergesse dich nicht mehr. Ich dachte, dass ich die Liebe zu dir verlerne, doch es geht halt nicht mehr. Bitte sag mir, bin ich dir noch irgendwas wert? Oder kennst du mich nicht mehr? Gibt es Tage, an denen du immer noch an mich denkst? Ich glaube, es musste so kommen. Seine Stimme auf einer Gitarre, auch einfach zu schön, wirklich zu schön. Ich glaube, es musste sogar. Ich glaube, es musste sogar. Boah, die ausklingende Gitarre. Boah, ey. Scheiß die Wand an, ey. Geil. Okay, das war Track 4. Ich bin jetzt schon bei 21 Minuten. ja. Würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Keine Liebe von Evans und Psycho 64. Elias. Okay, der Beat kam am Anfang auch leicht bekannt vor. Aber glaube ich einfach nur in irgendeinen Song rein. Bitte interpretiert meine Fresse, Digga, Deutsch. Keine Liebe, weil ich sie immer verschenke. Hab zu viel gegeben, nein, für mich gab's keine Grenze. Ich rede nicht viel, weil ich alles überdenke. Deswegen ist es bei uns so geendet. Keine Liebe, weil ich sie immer verschenke. Angeschaut hast, als ob du nur ficken wolltest und dann war's das. Hammerhart, mir egal, jetzt lege ich im Bett und schreibe meine Parts. Ey, wir nehmen uns hier Spaß, schreibe ich alles auf ein Blatt und presse alles über 90 BPM auf einem Part. Du hast mich abgefuckt, schreibe mindestens 2 Tapes für Akzeptanz. Doch mir ist das egal, ja, mir ist das egal. Ich liege nur allein, ich liege nur allein. Und denke drüber nach, und denke drüber nach, wie es damals war. Keine Liebe, weil ich sie immer verschenke. Hab zu viel gegeben, nein, für mich gab's keine Grenze. Ich rede nicht war viel. Der erste Part hier, war der Part war schön. Musste, glaube ich, Psycho gesein sein. Gesein sein, okay, gewesen sein. Glaubt nicht, dass ich hier vernünftige deutsche Sätze auf die Reihe kriege. Es ist 6:30. Es ist morgens. Lasst mich. ja, erster Part sehr, sehr schön. Müsste Psycho gewesen sein. Eine sehr schöne Stimme auf jeden Fall. Ich bin mal auf seinen Part gespannt.
Geh auch rein. Ich alles überdenke, deswegen ist es bei uns so geändert. Aber die Hook ist auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wenn ich keine Liebe, weil ich sie immer verschenke. Hab so viel gegeben, denn für mich gab's keine Grenze. Ich rede nicht viel, weil ich alles überdenke. Deswegen ist es bei uns so geändert. Hab tausend Feelings, nein, ich schaue sie nicht. Blicke voller Liebe, doch beacht sie nicht. Nein, ich frag mich nicht, was morgen ist. Ficke Liebe aus, danach ghoste ich. Sag tausend Sachen, danach nehm ich sie zurück. Hör die tausend Stimmen, ich glaub, ich werde bald verrückt. Glaub, bist du der, die füll mich ab mit Gift. Wenn was anderes kein Hoch mehr gibt, ja. Wenn mir was anderes kein Hoch mehr gibt, ja. Fühl mich so ne. Traum ist zu voll, die Wände kommen näher. Lebt voll Geld. Für mich gab's keine Grenze. Ich rede nicht viel, weil ich alles überdenke. Deswegen ist es bei uns so geändert. Wenn ich keine Liebe, weil ich sie immer verschenke. Hab zu viel gegeben, denn für mich gab's keine Grenze. Ich rede nicht viel, weil ich alles überdenke. Deswegen ist es bei uns so geändert. Überdenke. Boah, ja. Auch sehr, sehr schöner Song. Sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schöner Song. Ich muss ehrlich sagen, die Stimme von Psycho kam auf dem Beat sehr, sehr geil rüber. Sehr, sehr schöne Stimme auf jeden Fall. Muss ich mir, glaube ich, auch mal ein paar Songs mehr von anhören. Von ihm. Mal gucken. Ob er auch noch welche hat. Mal schauen. Dann gehen wir da auch noch mal rein. Und dann gehe ich da auch noch mal rein und guck mal. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöner Song, muss ich ehrlich zugeben. Wobei, die sind halt alle gut, ne, was willst du da erzählen? Ich bis jetzt echt noch nichts von dem Album jetzt so gehabt, wo ich jetzt sagen muss, nee, vielleicht doch nicht. Bisher echt schön. So. Kommen wir zum sechsten Song. Nicht mehr Evans und Shogun. Evans und Shogun haben ja auch den Song Karma the Bitch gemacht. Und den fand ich auch schon übelst brutal. Den fand ich auch brutal geil. Bin mal gespannt, wie Shogun hier kommt. Gib ihn. Boah, Beat auch sehr geil. Beat sehr geil. Du legst nur eine Bahn, obwohl ich keine mehr will. Mein Kopf kommt nicht mehr klar, will ihn eigentlich killen. Dummes Gefühl und die Stimme nicht stellen. Doch die Stimme nicht stellen. Wo durch die Straßen bin so einsam, keiner hilft mir weiter. Keiner kennt den Scheiß, ja, ich fühl mich so falsch. Ja. Hilft keine Zeit. Fuck das, so fucked up, mein Herz ist so locked up, so locked up. Fühle kein Glück mehr, es bleibt mir vermehrt. Bin ich denn nichts mehr wert und die Stimmen schreien, yeah. Gegen mir nicht, ich immer so alleine hier ohne Hilfe von Freunden, weil ich sie verwirr. Keiner versteht das, was ich gerade durchmach, ist okay so. Ich bin fucked up, Johnny, ich bin fucked up. Bitte lass das. Ich muss sagen, der erste Part war sehr geil. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer den ersten Part gemacht hat. Es klang aber mehr nach Evans, also es klang nach Evans, deswegen gehe ich jetzt mal von aus, dass der erste Part von Evans ist und der zweite Part dann gleich von Shogun. Oder es ist andersherum und ich habe mich einfach nur vertan, keine Ahnung. Aber der erste Part auf jeden Fall sehr schön. Auch diese Lines mit Fucked Up und Locked Up. Auch sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr schön reingepackt. Bin mal gespannt, was, wenn jetzt gleich Shogun kommt. Was Shogun, ja perfekt. Scheiße, alles gebumst. Was Shogun hier zu sagen hat. Schau die bitte, lass das, kann das sein.
nicht mehr. Shorty, ich kann das nicht mehr. Laufe durch die Straßen und ich fühl mich leer. Sag mir Shorty, warum ist das Leben schwer? Oder warum jeder Pisser dir den Rücken kehrt? Verdammt, bin ich fucked up, so fucked up. Und ich doch deine Songs sind es besser, aber wurde schlechter. Gefangen im Kerker, krieg mit mir selber, höre ihr Gelächter. Dachte ich wär stärker, aber ich werd immer schwächer. Okay. Das ist Shogun. Und er kommt mit einem fetten Double-Time-Part rein. Bro, dein fucking Ernst, Digga? Wie geil klang das? Shorty, ich kann das nicht mehr. Laufe durch die Straßen und ich fühl mich leer. Sag mir Shorty, warum ist das Leben schwer? Oder warum jeder Pisser dir den Rücken kehrt? Verdammt, bin ich fucked up, so fucked up. Doch deine Songs sind es besser, aber wurde schlechter. Gefangen im Kerker, im Krieg mit mir selber. Höre ihr Gelächter, dachte ich wär stärker, aber ich werd immer schwächer. Weil mein Herz ist so locked up. Okay, ich glaube, das beantwortet viele meiner Fragen. Shogun oder mach mehr Double-Time-Songs. Das klingt geil. Das klingt echt geil. Deine Voice mit Double-Time, Digga. Was ist denn da für die Deutschrap-Szene, Digga? Was ist da los? Und ich bete zu dem Sarah. Ich bin fucked up. Mein Herz ist so locked up. Ich bin fucked up, Johnny, ich bin fucked up. Bitte lass das Tanz nicht mehr. Ja, kann das Tanz nicht mehr. Ich bin fucked up, baby, ich bin fucked up. Schau die bitte, lass das, kann das alles nicht mehr. Johnny, lass das, kann das alles nicht mehr. Geil. Ich fand gerade wirklich beim Song am geilsten einfach den Part von Shogun mit dem Double Time Day. Das war einfach gerade das geilste vom Song. Das hat mir gerade wirklich am meisten gefallen. Das hat mir gerade echt wirklich am meisten gefallen. Na, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den 7. Song und zwar Chaos. Let's go. Oh. Da sind wir nach dem Cut, denn es kam Werbung. Danke für nichts. So, jetzt gehen wir rein in Chaos. Ich hab gerade irgendwie so Samsung-Intro-Vibes. Wenn so dein Handy startet. Mein Kopf ist Chaos und da helfen keine Songs. In meinem Kopf ist ein Gewitter und mein Herz schon lange gone. Dein Versprechen so verloren, wird immer vergessen. Ich kenn das alles schon, wieso renn ich hinterher? Fuck man, bin ich echt so dumm? Bin ich echt so dumm? Verlieb ich in der Traum? Nur Chaos, wird das alles besser. Nur Chaos, nur Chaos, verlieb ich in gestern. Nur Chaos, nur Chaos, wieso werde ich vergessen? Nur Chaos, nur Chaos, nur Chaos. Nur Chaos, nur Chaos, wird es alles immer besser. Nur Chaos, nur Chaos, verlieb ich in gestern. Nur Chaos, nur Chaos, wieso werde ich vergessen? Nur Chaos, nur Chaos, es ist alles so chaotisch. Er hat auf jeden Fall Vibe. Er ist auf jeden Fall Vibe drin, ne? In dem Song. Klingt auf jeden Fall los, sehr, sehr geil. Ja. Ewa. Bruder, ich bin ja ehrlich so, ne? Ich sag ja nie so wirklich, was mir nicht gefällt, weil es einfach nichts gibt, was mir nicht gefällt. So solche Songs höre ich eigentlich durchgehend. Ja? Ich höre solche Songs eigentlich nur. Und das ist halt einfach das Geile an der Sache, weswegen ich auch nicht meckern kann bei den Songs. So, ja? Das ist halt einfach das Ding. Und ich muss auch wieder sagen, hier, der Part klang geil, der Beat klingt geil. Die Stimme kommt auf jedem Beat einfach geil. So chaotisch und ich fühle nichts, ich bin so gefickt, weil keiner Aufmerksamkeit gibt mir das Leben, alles nimmt, hab scheinbar nichts verdient.
Das böse Ich mich übertrifft und nicht stoppen will, sich weiter alles reinfrisst, bis er fett genug ist, um mich nach kurzem Kampf besiegt. Ich hab das Gefühl, dass das alles so ungefähr ist, dass alles so komisch ist, mich jeder Dämon, den ich sehe, auffressen will. Verdammt, ich lass es los, alles, was mich so tot sehen will. Fuck, meine Welt war nur aus Farben froh. Jetzt seh ich eine Frage, fuck, ich seh nur raus. Für meine Zukunft, ich lass jetzt Liebe los. Ich lass die Liebe los. Ich lass die Liebe los. Mein Name ist in der Zeit, verdammt, was in dieser Heiß hat meinen Weed verteilt und meine Blüten beim Körper vereint. Gibt kein natürliches Sein, nur das Chaos in meinem Mind. Nur das Chaos in meinem Mind. Nur Chaos wird das alles besser. Nur Chaos, nur Chaos, vernehm ich ihn gestern. Nur Chaos, nur Chaos, wieso werde ich vergessen? Nur Chaos, nur Chaos, nur Chaos. Nur Chaos, nur Chaos, dein Leben ist im Gestern. Nur Chaos, nur Chaos, wieso werde ich vergessen? Nur Chaos, nur Chaos, es ist alles so chaotisch. Geil. Ey, so, ich bin ja ehrlich, solche Songs liebe ich einfach. Weil man, wie gesagt, bei diesen Songs einfach mal in Ruhe nachdenken kann, entspannen kann. Und ja, das ist halt einfach das Ding, warum ich solche Songs einfach gerne höre. Ja, ich glaube, das Album werde ich auch viel, viel öfter hören. Bin ich ehrlich. Ich glaube, diesen Song werde ich viel, viel öfter hören. Oder generell das komplette Album werde ich viel, viel öfter hören. Als nur zwei, drei Mal und dann nie wieder. Aber 10 Songs gibt es noch. Ich würde sagen, wir machen weiter mit 7 Stellen. Kills demons inside, but ich verliere jeden Fight. Renn mal wieder vor der Zeit, denn das Nichts in ein Loch voller Gift als nicht gar. Aus der Plak, komm auf mich fertig, voll zu fangen ab. Alles in der Nerv, ich sterb langsam. Kann ich erzählen, wie es mich plagt? Wie es mich plagt, ist so anders als bei euch. Stimmen laut, Kopf ist laut, was ich zu raus. Boah, ich will gar nicht stoppen, weil der Song gerade so geil ist, ne? Man will gar nicht stoppen, man will gar nicht pausieren. Aber geil, geil auf jeden Fall. Ich feier den Track. Also das ist bisher wirklich mein Lieblingstrack vom gesamten Album. Ich sag auch jetzt aus Prinzip bisher, weil ich hab erst 8 von 17 gehört. Ja, ich hab ja noch nicht so viel gehört. Deswegen, ja, mal gucken, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall geiler Song. Geiler Song. Beat auch sehr geil. Und die Stimme halt auch wieder zu geil auf diesem Beat, ne? Bin ich ehrlich. Ist halt einfach geil. Ja.
Das ist geil. Also der Song hat mir bis jetzt wirklich am meisten gefallen. Oh, 3 Uhr nachts. Schauen wir mal, was der Song zu bieten hat. 3 Uhr nachts. Sagen, gib ihn. Ey, mein Stuhl knackt unnormal. Hey, Chaos. Der Einstieg kam auf jeden Fall sehr geil rüber. Beat hat so ähnliches. Kuhglocken-Beat, sag ich jetzt mal. Also gibt mir so Kuhglocken-Vibes. Ja. Ey, das kommt geil, bin ich ehrlich. Ja, ey, was soll ich sagen? Ey, ich feier solche Songs. Weiter, renn da. Es gibt immer ein paar, die sich erinnern lässt, dass du das Beste bist. Doch seit es gilt, weil ich dadurch sehe, dass die wieder ein Leben ergehen. Ich hab das alles nicht verdient. Also, zu dem Song muss ich sagen, da habe ich jetzt tatsächlich eine kleine Sache. Gut, der Beat ist zwar auch in die Deep-Richtung, aber ich glaube, bei 3 Uhr nachts hätte man, glaube ich, ein wenig, ein klein Ticken deepere Beat nehmen können. Aber an sich habe ich sonst nichts gegen den Song. Nur der Beat hat mir nicht so wirklich geschmeckt. Also der hat mir nicht so ganz gefallen. Aber er kommt auf jeden Fall gut auf dem Song rüber. Auch mit dem Beat. Auch wenn ich den nicht so ganz mit 3 Uhr nachts oder er hat halt 3 Uhr nachts in Verbindung bringen. Ich glaube, dafür hätte man einen anderen Beat benutzen müssen. Aber an sich trotzdem sehr geiler Song. Aber wie gesagt, Beat ist jetzt gerade das Einzige. Aber ja, sonst stört mich eigentlich nichts. Weil es stört mich halt auch nicht mit dem Beat. So. Das ist halt nur eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Da hätte man vielleicht einen anderen Beat nehmen können. Aber er hat den Beat genommen. Komplett okay. Ist ja immer noch seine Musik, seine Songs.
und er entscheidet, welche Beats er nimmt. Ja, deswegen, ja, ich kann da nur mein Hack zugeben, ja, mein Senf zugeben, sag ich jetzt mal. Und ja, aber das ist halt wirklich so eine kleine Sache. Man hätte wirklich den Beat vielleicht ein bisschen ändern müssen oder vielleicht einen komplett anderen Beat nehmen können. Und dann hätte ich den Song vom Beat her auch gefeiert, aber irgendwie war das jetzt gerade beattechnisch nicht meins. So, machen wir weiter mit dem nächsten. Unterschied ich ihm. Boah, okay, der Beat klingt wiederum geil. Or do you want the beat? Your shawty for the parties. Your shawty's getting naughty. Yes, you get past her. And she ain't no sorry. Yeah, yeah. Ich bin jetzt so boring. Schwör, ich schaff's es. Sag mir selbst, let's go. Passieren tut gar nichts. Gar nichts. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich renne ein Stück zu dir. Wieder zurück zu mir. Will mich nicht verlieren. Meine Seele ist mit Angst verziert. Und es kann nur nichts passieren. Alles nur falsch in mir, schlaf wieder nicht ein. Es ist alles so schwer, dafür keine Entscheidung. Tu mich da schwerfällig, bin deine reine Verfeindung. Deswegen brauch ich deine Meinung. Da kommt die Stimme auch wieder sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Also da gefällt mir die Stimme auch wieder sehr, sehr gut. Ja. Der Beat ist auch sehr, sehr, ja, der passt sehr, sehr gut eben auf diese Stimmlage in dem Song. Deswegen, ne? 10 von 10 auf jeden Fall. Ich finde es auch geil, dass die Songs so unterschiedlich lang sind. Ein paar sind 2 Minuten, ein paar 3 Minuten. Der eine geht sogar fast 4 Minuten. Deswegen, das ist geil. Das ist geil. So unterschiedliche Längen. Schon geile Sache auf jeden Fall. Das könnte alles passieren, doch hast du ein Problem, dann bin ich direkt bei dir. Obwohl du es nicht akzeptierst, weil du denkst, dass du mich damit fickst. Ey, gib doch keinen Fix. Ich sag, ich mach es gern, weil ich dich immer noch so lieb. Das Gefühl, wenn ich dich in meine Mama, ist unersetzbar. Für mich gibt es keine andere. Ich seh dein Wert, wie und wie schnell noch komme. Ja, ja, vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Geil.
Geil, 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 geil. Auch der Beat sehr, sehr geil. Wie gesagt, Stimmlage sehr, sehr geil auf diesem Beat. Er hat aber echt ein Talent dafür, geile Beats zu haben. Also jetzt so alleine von dem Album hier, muss ich ja sagen, ist das schon eine echt geile Sache hier. Aber Respekt auf jeden Fall. Ja, Mann. Geil, weiter so. Zieh durch. So, 7 Songs habe ich jetzt noch. Sleepless Night, Liebe ohne Brille, Gar nicht mehr, Mond, Neues Ich, Eine Nachricht und Replay. Ich würde sagen, wir gehen rein in Sleepless Night. Außer es kommt Werbung. Ja, klar. Wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. So, da sind wir schon wieder nach dem kleinen Cut. Sleepless Night. 2 Minuten 56. Ich würde sagen, laber nicht lange und start direkt rein. Let's go. Gitarrenbeat. Ey, solche Gitarrenbeats sind am geilsten bei solchen Songs. Muss man einfach zugeben. Deswegen macht es umso mehr Spaß, diese Songs zu hören. Respekt. Einfach Respekt für diese Beats, für diese Voice, für diese Lines. Und sei dir alles gegönnt, was du mit deiner Mucke erreichst. Sei dir alles gegönnt. Ich hoffe, dass diese Musik oder dass deine Musik nicht so schnell endet, dass sie noch ein paar Jährchen weitergeht. Und wer weiß, vielleicht hängt irgendwann Gold bei dir. Ja, ich gönn's dir. Erklär mir jetzt, warum du so schnell gegangen bist. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr aushalten mit Schlaflosigkeit. Dieser weiterführenden Gitarre wieder sehr geil, sehr schön.
Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Song. Sleepless Night. Könnte einfach mich beschreiben gerade. Da ich selber sehr beschissen schlafe die letzte Zeit. Ja, Liebe ohne Brille ist der nächste Song. Und da starten wir natürlich auch direkt rein. Let's go! Boah, wieder so ein Gitarrenbeat. Boah. Ey, okay, ich habe eine kleine Bitte. Evans, ich habe keinen Plan, ob du dieses Video hier siehst und ob du es dir komplett bis zum Ende gibst. Ich weiß es nicht. Aber bitte mach mehr mit Gitarren, mehr Gitarrenbeats, weil no joke, deine Stimme kommt brutals gut auf Gitarrenbeats. I said it, okay? Let's go weiter, rein in Liebe ohne Brille. Schöner Song, auch diese Gitarre wieder im Hintergrund im Beat drin. Boah, ey, ich verliebe mich einfach gerade in diese Gitarrenbeats, ne? Digga, ey, aber Gitarrenbeats, no joke, er beherrscht die wirklich. Er weiß, was wie er die Worte betonen muss, er weiß, wie er die Gitarrenbeats benutzen muss, er weiß, wie er sie benutzt. Boah. Ey, und das ist einfach geil gerade. Ich liebe dich. Geil. Zu schön, zu schön. Kommen wir zum nächsten Track. Und zwar gar nichts mehr. Wir hatten ja hier oben mit Shogun hatten wir ja nicht mehr und jetzt haben wir gar nichts mehr. So würde ich sagen, wir starten rein. Let's go. Oh, da haben wir wieder einen richtigen Beat. Boah, das könnte auch geil werden. Was ich bei solchen Songs habe, ist, dass ich nie stoppen möchte, sondern die einfach durch und durchgehend hören will.
Das ist halt so bei mir das Problem, was ich so habe bei solchen Songs. Aber bei einer Reaction ist das halt ab und zu mal nötig, dass man stoppt und was dazu sagt, so wie ich jetzt gerade tue. Auf jeden Fall, ich kann jetzt schon sagen, geiler Beat, Stimmlage auch wieder echt gut. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich wiederhole mich und ich tue es ja auch. Ich wiederhole mich halt komplett. Nur gefühlt, weil ich nicht wirklich weiß, was ich sonst sagen soll, außer dass es mir gefällt. So. Außer halt bei dem einen Song bei 3 und nachts habe ich es ja gesagt, mit dem Beat. Aber ja, trotzdem sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Weiter. Sitz von der Straße, kenne keine Liebe, zumindest bis sie kannte. Ich renne hinterher, beginne mich zu hassen. Verliere mich im Kampf, doch sie trägt den Schaden. Sie macht sich nur Gedanken um mich und die anderen. Wie kann ich sie nicht lieben? Sie hat das perfekte Smile. Sehe in ihre Augen und beginne sofort zu weinen. Weil seit du weg bist, fühle ich gar nichts mehr. Ich fühle gar nichts mehr. Sehr schöner Song, sehr, sehr schöner Song. Sehr, sehr schöner Song. Kommen wir nun zum 14. Song. Und zwar zum Albumtitel, so gesehen. Mond, beziehungsweise jetzt hier auf Deutsch. Das Album heißt Mond auf Englisch. Moon. Ja, kommen wir nun zum Mond. Würde ich sagen, starten wir durch 3 Minuten 9. Gib ihn. Geld an den Kopf, ich in Jets und flieg einfach weg. Man, ich fühl mich wie Dreck, ja, jetzt so wie später sag ich's alles okay, so wie Andy Vertreter ist es gar nicht vertretbar. Ich bin ersetzbar wie ein C-Prominenter. Du bist mir zwar dankbar, doch die Message kam nicht an. Ich lieb dich bis zum Mond und zurück, doch du sagst, das wird uns der verrückt. Und dann ist das auch nicht mehr zwangsam. Ich lieber gern bei mir, ich sehe überall dein Schatten. Doch rennt wieder weg von mir, er führt mich direkt bis zu dir. Ich dachte, ich wäre selbst reflektiert, können mehr zu. Ey, der Beat gefällt mir. Das ist zum Beispiel ein Beat, den würde ich mir sogar nur als Beat dauerhaft anhören, weil einfach nur der Beat an sich schon geil genug ist. Aber mit der Stimme drauf ist es halt einfach noch geiler. Deswegen sehr, sehr geil. Sehr, sehr schöner Song auf jeden Fall bis jetzt. Ja, auch die Zeilen, sehr, sehr schön. Ich gehe nicht so auf die Zeilen ein. Ich weiß, weil ich glaube, da würde das Video hier, glaube ich, einfach 2 Stunden oder 3 Stunden gehen. Und das gibt sich keiner. Aber ja, trotzdem. Ich höre die Zeilen, ich weiß, was er sagen will. Und ja, ich merke das, ja. Aber weiter geht's mit Mond. I'm mentally in the light of thoughts, I'm sorry. I'm sorry.
ich lieb dich bis zum Mond und zurück. Doch du sagst, das mit uns wär verrückt. Und du willst es auch nicht. Ich lieb dich bis zum Mond und zurück. Bis zum Mond und zurück. Doch du sagst, das mit uns wär verrückt. Am Ende verloren und nichts, was mich rettet. Ich stehe am Rand, ich werde niemals zu Menge. Werde ich niemals vergessen, zerbreche deswegen von innen zerfressen. Die Maske wird brechen, unter den Umständen werde ich Gott noch bald treffen. Ich lieb dich bis zum Mond und zurück. Du sagst, das wird uns der verrückt. Und du willst das auch nicht mehr. Sagst, dass ich dich sehr träum. Yeah. Ich lieb dich bis zum Mond. Neuer Lieblingssong vom Album Mond. Glaube ich jetzt mein neuer Lieblingssong, weil einfach Beat zu schön. Seine Stimme auf dem Beat einfach auch viel zu geil. Ja. Kommen wir nun zu neues Ich. Ja, neues Ich. Ich könnte mir jetzt. So. Kommen wir nun zu neues Ich. Ihr hattet wahrscheinlich jetzt gerade einen kleinen Cut mittendrin einfach, aber auch nur, weil wieder Werbung kam. Ja, neues Ich. 2 Minuten 35, ich würde sagen, wir labern nicht lange im Stande. Durch. Let's go. Oh, auch wieder so ein Gitarrenbeat. Schmerz, bin so nah bis zu mein Kern. Such immer noch ein neues Ich, doch wenn ich's bin, immer noch so verstärkt. Es ist viel zu viel passiert, hab Leben gegen Sinn. Doch paar neue kamen dann, doch dann war ich für sie nur versehen. Bin ich für euch nur ein Kuss, was man abschalten kann, wenn ich der größte Retard, verdammt. Die Felix sind krank, verdammt. Ich fühle mich verdammt. Oh, ne, wobei nicht mal Gitarre, sondern so ein Schlagzeugbeat. Boah, ey, das kommt ja noch geiler rüber. Das kommt ja noch geiler. Einfach wieder so ein Song, wo man selber in Gedanken geht und selber nachdenkt. Das
das ist bei solchen Songs halt einfach echt geil. Real Talk. Ich feiere es jetzt schon. Also wirklich, eines der besten Alben, die ich glaube ich dieses Jahr gehört habe. Es ist so von... Alleine von den Songs oder von den Sachen, die in den Songs gesagt werden, kommt es halt kein Album ran, was ich dieses Jahr gehört habe. Und von daher bis jetzt oder bisher wirklich mein Lieblingsalbum aus diesem Jahr. Geil, zu schön. Eine Nachricht als nächstes. Gehen wir rein in eine Nachricht. 3 Minuten 57, das ist glaube ich sogar der längste auf dem Album. Ja, müsste der längste Song sein. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Vorletzter Track auch. Oh, wieder so ein Gitarrenbeat. Boah, Bruder. Ey, du musst mehr mit Gitarren machen, wirklich. Evans, mach mehr mit Gitarren. Es passt einfach zu geil. Das ist eine Nachricht an die Jungs, die ich auf dem Weg verloren hab. Bin ich mehr weit weg von zu Hause, nur damit ich euch keine Sorgen mach. Ich vermisse euch jeden Tag aufs Neue. Hoffe, dass es euch oben gut geht und ich verspreche euch, dass ich euch eines Tages stolz machen kann. Chris, dass du in Ruhe deinen Gym zu Ende puffen kannst und Leon, dass du endlich deine Freundin finden kannst. Du Spaß, ich liebe euch, ob dead oder alive. Ich vermisse euch seit dem Tag, ihr seid zwar nicht mehr da, aber ich spüre eure Gegenwart. Mach das Fenster auf, damit der kalte Wind reinkam. Als Hoffnung, dass ihr mir ein Zeichen gebt, ja, und sagt, ey Bro, wir sind da. Habt nur keine Angst, wir sind wieder zu dritt. Wir schaffen alles zusammen. Boah. Ey, mit der Gitarre kommt es halt einfach noch mal viel, viel krasser, bin ich ehrlich. Ja, ich glaube wirklich, diese ganzen Songs mit den Gitarren gefallen mir bisher, glaube ich, wirklich am meisten. Und ich, no joke, dafür hat sich diese Reaction einfach gelohnt. Dafür hat es sich Real Talk einfach gelohnt. Und ja, mal schauen, was da noch so kommt, die nächste Zeit von Evans. Vielleicht auch noch was mit Shogun, wer weiß. Mal gespannt, was da noch so kommt. Aber Song ist ja noch nicht zu Ende, weiter geht's. Das ist eine Nachricht an die Arms, die ich auf dem Weg verloren hab. 2020, still eins, zwei, euch. Drück meine Tags als Memories, Namen heil noch, ich vergessen nie. Keine Drugs, das sind unsere Enemies. Solche Tage, fuck, let it be. Keine Sorge, komme klar, lebt mein Leben zwar mit Qual. Doch jeder Gedanke an euch ist meine Zukunft so erstrahlt. Ich kann nichts mehr ohne euch. Ich lebe mein Leben nur noch um euer Andenken zu schauen. Ich hoffe, ich mach euch stolz dort oben. Fuck, ich vermisse euch. Das ist eine Nachricht an die Haut, die ich auf dem Weg
2901, einer von dreien und ich vermisse euch. Das ist eine Nachricht an die Haus, die ich auf dem Weg verloren habe. 2020-01, einer von dreien. Fuck, ich vermisse euch. Oh, auch sehr, sehr schöner Song. Der ist noch mal ein bisschen deeper. Der ist sogar noch mal ein bisschen deeper. Und ey, ich bin ehrlich krass, selber auch krass beeindruckt, was er eben für krasse Lines, auch für krasse Zeilen so aus dem Leben damit reinbringt. Und das ist halt einfach das. Und also das ist halt einfach das, was diese Songs einfach so gut machen, was diese Songs eigentlich unverbesserlich machen, unübertreffbar machen. Also für mich jetzt höchstpersönlich so. Ja, es ist halt einfach so ein Ding von, ja, möchte ich solche Tracks aufnehmen, möchte ich solche Tracks machen. Und das ist halt einfach das, was ich, wo mein Respekt rausgeht tatsächlich, wofür mein Respekt einfach rausgeht. No joke. Respekt an Evans. Geiles Album, geile Lieder, schöne Lieder vor allen Dingen. Respekt einfach nur. Einfach nur Respekt. Sag ich vermisse euch. Das ist eine Nachricht an die Haus, die ich auf dem Weg verloren habe. 2020-01, einer von drei und ich vermisse euch. So, kommen wir nun zum letzten Song des kompletten Albums, Replay. 2 Minuten 11 geht das ganze Ding. Ich würde sagen, wir starten rein in den letzten Song. Let's go. Sehr, sehr schöner Song. Schöner Beat, schöne Lines. Ja. Gönnt euch das Album. Es lohnt sich, das zu hören. Es lohnt sich wirklich, das Album zu hören. Und ich kann es euch nur von Herzen empfehlen.
Und ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, diesen Track zu hören, beziehungsweise dieses Album zu hören. Also tut euch selbst einen Gefallen, tut mir einen Gefallen, streamt dieses Ding hoch und runter. Und ja, gehört euch das Album, Link unten in der Beschreibung. Na ja, Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch die Reaction gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.